Rast ist im Russischen auch ein Wort für einmal, eine Chance. Russisch ist alles Selbstverteidigung, da geht es quasi um Sambo und Kung Fu, das ist eine Mischung aus beiden. Und der Sinn an den beiden ist eigentlich diese Kombination aus Schnelligkeit, Effektivität, trotzdem diese Härte in Griffen, diese Nervengriffe, Hebel, alles was dazugehört, zu vereinen. Das ist das Entscheidende bei Russisch ist alles Selbstverteidigung. Ich gehe raus, blocke zum Oberarm, Kettenvorstoß zum Gesicht, macht ruhig 5-6 Stück, Knie zur Niere. Und zum Oberschenkel. Okay, dann unten festmachen. Warum ausgerechnet diese Sportart? Es ist eigentlich die ganze Faszination an dieser Kampfkunst. Es ist nicht nur, dass es effektive Selbstverteidigungstechniken beinhaltet. Es ist die Schulung von Körper und Geist. Es ist im Prinzip Umgang auch mit Waffen. Es ist die gesamte Philosophie der Kampfkunst, die dahinter steckt, an sich zu arbeiten. Aber auch das Ganze in einem Team, in einem, ich muss doch sagen, in einem wunderbaren Team, in dem man sehr viel lernt und sich stets und ständig immer weiterentwickelt. Kung Fu bedeutet natürlich auch harte Arbeit. Also es ist nicht so, dass man sofort alles ganz schnell erlernt. Das bedeutet natürlich Arbeit und Zeit, aber es ist so, dass immer Schüler da sind, die einem helfen, die einen unterstützen, auch der Meister. Und von daher, wenn man Interesse an der Kampfkunst hat, dann kann man das erlernen, ja. Es ist eine Herausforderung ohne Ende. Es ist eine Sache, die Spaß macht, die an Grenzen geht. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass man versucht, solche Grenzen zu überschreiten. Also mit jedem Überwinden kommt eine neue Herausforderung. Es ist schwer, es macht Spaß. Es ist nicht schwer lernbar, aber schwer beherrschbar. Das heißt, lernen kann es jeder. Aber bis zum Meister ist es sehr, sehr schwer, ein sehr weiter Weg und vor allem auch ein sehr harter Weg. Und das ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber probieren kann es jeder. Ich habe zu meinem Sport, den ich so gemacht habe, noch eine zusätzliche Bewegung gebracht, damit es nicht so statisch wird. Und habe das eigentlich längere Zeit beobachtet, wie dort Leute trainiert haben und richtig kaputt rausgekommen sind. Und ich dachte, das ist für mich eine Herausforderung. Und ja, habe den Master gefragt, ob er da eine Möglichkeit für mich sieht und habe einfach angefangen. Wie lange sollte man trainieren, um sich dort zu vervollkommnen? Eigentlich ein Leben lang. Aber ich denke, wenn man sehr hart und intensiv trainiert und es wirklich ernst nimmt, dann kann man auch schon über einen schnellen Zeitraum erste Erfolge erkennen. Also vollkommen tut man sich eigentlich nie, das ist das Schöne dran. Man lernt immer dazu, man erweitert seinen Horizont von Mal zu Mal. Das Entscheidende ist, man lernt Step by Step, Tag für Tag immer was Neues dazu. Aber perfekt wird man nie. Nicht abschützen, nach oben. Ja, als erstes ist es wichtig, dass sich keiner verletzt, dass die Fallschule beherrscht wird natürlich, das Allerwichtigste. Dass man natürlich Achtung vom Gegner hat. Es gibt bestimmte Tugenden im Rast, die man beachten muss, wie Disziplin, Respekt von dem Gegner,
Und dann funktioniert das auch. Je besser man ist, umso weniger verletzt man seinen Gegner natürlich, ist klar. Am Anfang ist das natürlich immer mal ein bisschen häufiger der Fall. Es gibt genau 5 Schülergrade. Diese 5 Schülergrade kann man, wie gesagt, komplett durchlaufen. Wenn man den 5. erreicht hat, der dauert dann 3 Jahre, kann man einen Trainergrad erreichen. Davon gibt es wieder 4. Und wenn man die durchgelaufen hat, dann kann man den Meistergrad machen. Okay, also Tim und Peter machen jetzt eine Verteidigungstechnik, Selbstverteidigungstechnik auf dem Schwinger. Das heißt, der Peter macht jetzt einen Schwinger, Kampfstellung Tim. Okay, er geht einfach nach vorn, kurze Bewegung, Knie zur Magengegend, über den Kopf kontrolliert und nach unten zum Boden gebracht. Ja, der Kopf ist Kontrollmedium, das heißt Kopf, Ellenbogen, Hände, alles was Gelenke sind, dienen zur Kontrolle. Jetzt nochmal schneller. Okay.